Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines hier an einem sehr markanten Loch. Und vielleicht kennt ihr das Loch noch. Naja, man sagt immer, keine Katastrophe schlägt an der gleichen Stelle zweimal ein. Das ist das Meteorloch vom letzten Mal. Und das hier ist ein Gebiet für Eisenerz. Wie man sieht, hier ist ein riesengroßes Gebiet drunter. Und ja, die schürfen hier das ganze Eisen momentan ab. Die Industrie hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Zum Beispiel ist das hier alles Landwirtschaft geworden. Ja, wie gesagt, ich habe meine Stadt ein bisschen differenziert, auch mit verschiedenen Quellen für Industrie, meine Damen und Herren. Deswegen ist momentan alles wieder unten. Und ja, wie soll ich das sagen? Wir gucken momentan ein bisschen, dass wir das nochmal was hochbekommen. Und wie man sieht, Gewerbe ist mindestens noch ein bisschen nachgefragt, aber... da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das alles ein bisschen stabilisiert bekommen. Ich möchte nämlich das Ganze wieder in Folgenform anbieten. Wie man sieht, unser Gewerbegebiet hier hat einen ziemlich bösen Rückschlag erlitten. Ich hatte noch eine Wirtschaftskrise mittendrin. Ich weiß nicht, kann ich das... Warte mal, statt Statistiken... Gewerbegebiete. Hier. Das ist echt ungesund. Industriegebiete sind eigentlich immer gestiegen. Bürogebäude sind auch gleich geblieben. Wohngebiete sind gleich geblieben, aber Gewerbegebiete haben zwischendurch einen so heftigen Schlag erlitten, weil es keine Ressourcen mehr gab auf einmal. Tja, und deswegen grabe ich jetzt Ressourcen hier überall aus dem Boden. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir irgendwo in der Nähe Erdöl haben, weil das haben wir noch gar nicht. Ich muss mal gerade husten. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Und wie man sieht, hier gibt es Erdöl und ich würde gerne eine Erdölindustrie hier auch aufbauen. Und das machen wir jetzt. Und nein, ich bin kein Computer, auch wenn sich das manchmal bei mir so anhört. Wir suchen uns jetzt mal eine kompetente Dreierabfahrt. Sowas hier zum Beispiel. Und basteln die jetzt mal hier dran. Hier auf den Straßen ist eh nicht viel Verkehr. Da wird aber bald deutlich mehr Verkehr sein. So, wir müssen natürlich nach oben. Ganz deutlich. Ich weiß nicht, ob wir sogar noch einen nach oben müssen. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir die Kreuzung hier rein manövriert bekommen. Das weiß ich nämlich nicht. Ja, das würde funktionieren. Macht aber null Sinn. So. Wenn dann so, und dann drehen wir die nämlich rum und bauen die hier drunter. Dadurch wird nicht eine Autobahn unbedingt länger, sondern jetzt ist es auch mal gleich lang. Jetzt müssen wir die natürlich nur noch verbinden und dann war es das schon wieder für diese Folge. April, April. Oh Gott, ging mir das jetzt in den letzten Tagen auf die Eier. Alter Falter. Ich kann dieses April, April-Gescherz überhaupt nicht haben. Ich muss nochmal raten. Ja. So. Was ist denn jetzt hier? So. Gut. Wenn wir jetzt mal gucken, was machen wir denn? 16 mal 16. Und dann natürlich runter auf den Boden. Und dann machen wir hier einfach 17. Nee, 18 mal 18. Nee, wir brauchen mehr. Dann machen wir mal 20 mal 20. Und damit haben wir nämlich einen sauberen Kurvenradius. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, hier aufzubauen. Wir brauchen halt eben immer noch mehr Gewerbe. Das, auch wenn es hier nicht steht, brauchen wir das trotzdem. Ich sag das so, das muss so. ich habe mir überlegt, das Ganze ein Ausfahrprinzip zu machen. Also hier fällt jetzt gleich alles rein mit der rechten. Obwohl, da könnten wir die auch in die andere Richtung weg. Gucken wir gleich. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite erstmal eine leistungsfähige Straße, die wir hier schön an der Küste runterziehen. Mindestens in die richtige Richtung. Ich pausiere das Spiel mal, weil ich mir hier gerade schon wieder die Stromleitung durchtrennt habe. Und da das öfters passieren wird, möchte ich die jetzt nicht jedes Mal immer wieder neu anschließen. So, und dann brauchen wir natürlich noch eine leistungsfähige Straße, die hier wieder zurückführt. Das können wir so machen und dann müssen die Straßen hier nur so diagonal verbinden.
So ist das Ganze geplant. Pass auf, da kann ich das nämlich wirklich wieder rumdrehen. Dann war das eine sehr dämliche Idee von mir. Das heißt, ich muss jetzt hier... Was war das? 16, ne? 16. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ich habe Husten. So, mal 16. Sehr gut. Und jetzt müssen wir das nur noch rumdrehen. Und... Das hier muss nur noch nach da, aber ein bisschen schöner, bitte. So, mal 20. So geht das doch. Oh, meine Fresse, ey. Das ist echt ungesund. Aber was muss, das muss, ne? So, pass auf, jetzt nehmen wir uns diese wunderschönen Straßen. Diese Hochleistungsstraßen hier. Nee. So, okay. Jetzt habe ich mir den Punkt natürlich nicht gemerkt, wo ich das hingezogen habe. Doll. Ja, ich mache es nochmal neu, weil ich mir den Punkt merken muss. Wie weit wir unten rausziehen. 35? Nein. 43? Nein. 58? Das klingt doch gut. So, 58. Haha. Da ist die geile Musik wieder. 58. Das war beschissen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das war komplett daneben. Hallo. Wie viele muss man dazwischen eigentlich immer lassen? 11? Ich glaube 10. Machen wir 11 draus. Lassen keine... 11. Jetzt habe ich den Punkt wieder verloren. Da ist die 11. Da oder da? Da oder da? Da. 58... Okay, ist immer noch scheiße, ich gebe es zu, ist egal. So. Und wie gesagt, das soll hier auch nicht der schönste Bereich werden, weil das halt eine Ölindustrie ist. Eigentlich eine hässliche Seite, aber wenn das hier abgefarmt ist, kommt hier was anderes hin. Aber warum sollte man das Land rumliegen lassen? So, 58. Aber was ist mit dem Klima? Schnauze. So, das sollte eigentlich erstmal reichen. Wir haben auch eine exzellente Stromversorgung hier. Und da das hier alles ganz böse ist mit Zeugs und so, sollten wir hier auf jeden Fall vorsorgen. Ich weiß gar nicht, brauchen wir ein Krankenhaus? Eigentlich überhaupt nicht, ne? Wir brauchen eine andere Sache. Sowas. Die ganze Stadt ist damit mittlerweile abgedeckt, ey. So. Strommäßig brauchen wir dann noch eine Überleitung. Und wir müssen das Gebiet markieren. So, und zwar... Nein. Keine Null. Öl. Landhügel. Viel besser. So. Gut, jetzt brauchen wir natürlich noch eine Spezialisierung. Blip. So. Und damit müssten wir hier einen Ölklecksen irgendwo haben. Theoretisch. ich sehe ihn jetzt nur nicht. Jetzt ist er da. Gut. Sehr schön. Und jetzt natürlich noch ein bisschen was Industrie auch mal direkt dranhauen. Die hier fleißig anfangen, den Boden auszuräumen. Gut.
Ups. Das hier können wir mal weg. Sehr gut. Damit ist die Industrie auf jeden Fall jetzt erstmal befüllt. Genüge getan, kann man auch sagen, wenn man will. So, dann machen wir hier noch Versorgung. Sehr gut, das heißt, die sollten jetzt gleich ihre Sorgen verlieren. Theoretisch. Geht doch. Sehr schön. Sehr gut. Ich hätte natürlich gerne hier in den Gebieten mal eine kleine steuerliche... Oh Gott, das ist schon alles nachgelassen. Okay. Wie viel verdienen momentan noch so viel? Ich baller einfach mal die Steuereinnahmen für die Industriegebiete runter. Das heißt, wir bekommen nämlich Nachfrage. So funktioniert der Markt heutzutage. Boah, meine Stimme klingt, glaube ich, richtig kacke. Kann das sein? Ich muss mich auch nochmal anders hinsetzen. Warte mal. So. Erst nach vorne. Einrasten. Sehr schön. Gut. Okay, ich hoffe jetzt mal, dass hier was spawnt. Sekunde. Gut. Was hast du gesagt? Ich habe nie drüber nachgedacht, wie viel Müll sich in 2 Wochen ansammeln kann. Oh oh. Oh oh. Lecker. So. Apropos Müll. Hier fährt ja Müll drauf, ne? Wir können hier Müll abführ Dinger hinstellen, weil die müssten hinten direkt in die Stadt reinführen, hier drüber, und hier einigermaßen die Gebäude versorgen. Theoretisch. Boah, hier hinten kommt gar nichts rein. Pass mal auf, dann machen wir mal Folgendes. Einen kleinen Weg de Inutura, also ein Naturweg, wo nur diese Müllfahrzeuge drüber fahren sollen. Und zwar hier drunter durch. Und dann kommt das Gebäude mal gerade auf die andere Seite. Das hier runter und dann da dran. Und jetzt sagen wir nämlich Fahrzeugbeschränkung. Und zwar keine Autos, keine Taxen, keine LKWs. SOS und die Fahrzeuge sollen ja hier durch. Und das zwischen den nächsten beiden Kreuzungen. Sehr schön. Oh Gott, ich bin echt erkältet. So, sehr gut. Das heißt, jetzt sollten Müllfahrzeuge hier runterfahren können. Was ist das denn? Chapar Hotel. Okay, und sollten hier Tatsache die Möglichkeit haben, die Stadt zu entmüllen. Oh Gott, hier hinten, die Dinger sind noch gar nicht in Betrieb. Noch kein Strom, ne? So. Hä? Warum gehen die Kisten jetzt nicht an? Muss ich nicht verstehen. Lass mal einfach so. Gut. Ah. Jetzt wird's so langsam. Haben wir denn noch woanders Müll ohne Ende? Ja.